Ja, hallo liebe Freunde und Feinde. Ich habe nochmal wieder einen Klassiker rausgesucht, den ich kurz mit euch ein paar Szenen gucken wollte, weil der Film ist mich gut. Und zwar ist das Hunde wollt ihr ewig leben. 1959 gedreht, tatsächlich. Romanvorlage war von Fritz Voss. Ich habe den Roman gelesen. Der Roman ist bei weitem nicht so gut wie der Film. Der Roman ist eher so eine Mischung aus Konsalik, Herz der 6. Armee, Schröters Stalingrad. Also man hat irgendwie in dem Buch schon alles gelesen. Das ist aber kein Wunder, weil damals hat jeder von jedem so ein bisschen die Geschichten geklaut. Ne? Das ist also damals ja nicht unüblich. In diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich sage, naja, komm. Der Film ist gut, den Roman kann man lesen, auf jeden Fall. Ne? Aber wer so die diversen Stalingrad-Bücher gelesen hat, richtig geil finde ich zum Beispiel Konsalik, Herz der 6. Armee, habe ich durch dreimal gelesen. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Sehr viel Fiktion dabei natürlich, ne? Aber die Geschichte, wie die konzipiert ist wie das schreibt, also richtig toller Roman. Also wer so Stalingrad ist, ne, dann gibt es noch von Charles P. MacDonald, ne? Das Buch über Stalingrad, das ist eine Dokumentation, aber die ist richtig gut, muss ich sagen. Die ist auch sehr doll, sehr toll. Fritz Wöss, Hunde wollt ewig leben, ja, ist okay, kann man auch lesen, natürlich. Also da gibt es einige. Ne? Aber das ist auch so eine Geschmacksfrage. Ne? Wie gesagt, Herz der 6. Armee ist ein Roman mit sehr viel historischem Hintergrund, ist okay. Und hier Fritz Wöss ist eigentlich ja in Teilen dasselbe tatsächlich. Kann man lesen. Der Film ist 93 Minuten lang. Gibt es jetzt DVD-Neuauflage, habe ich den mal gekauft. Und ja, Hauptdarsteller Joachim Hansen, ne, hat danach gedreht Stern von Afrika, genau, hat er Marseille gespielt. Ja. Dann ist Günter Fitzmann dabei, Wolfgang Preis und ein ganzer anderen Haufen. Ne? Der Film gehört so in diese Ecke der Rechtfertigungsfilme aus den 50er Jahren. Sprich, diese Filmreihe, wo es darum geht, zu sagen, dass der deutsche Soldat ja auch nur ein Opfer war und seine Pflicht nur tat und treu und bla und so weiter und so fort. Und die Nazis und die Offiziere haben sie in den Krieg reingetrieben und sie konnten nichts dafür. Rechtfertigungsfilme. Gut. Mir gefallen sie. Ich habe, keine Ahnung, 20, 30 Filme aus der Richtung. Geht. Der Film ist tatsächlich einmal in Göttingen gedreht, in den Trümmern eines alten Industriegebietes. Und sehr viele Studioaufnahmen. Ne? Also sehr viele Szenen wurden im kompletten Studio gedreht. Aber dafür sind die Bauten wirklich gut. Der T-34 ist einmal ein T-34 zu sehen bei einem Angriff. Ne? Das ist eine Attrappe auf dem Traktorfahrgestell. Man hatte wohl kein T-34 gekriegt. Aber gut. Der Film fängt hier an. Ich mache mal den Ton ganz bisschen leiser. Der dröhnt nämlich gleich. Das ahne ich nämlich. Hier nämlich. Ja, ich übertreibe hier mit Lautstärke. Ne? Müsst ihr halt mal an eurem Rechner oder Tablet oder Handy die Lautstärke etwas höher drehen. Ich finde es mal furchtbar, wenn ich hier volle Pulle spiele. Muss ab und zu was trinken, weil es ist so unglaublich warm gerade hier. Etwas schwül. Ich komme gerade von der Feuerwehr abgeübt und bin echt, naja, ich habe noch ein bisschen Lust. So, wir fangen mal an zu spielen. Das haben die damals gern gemacht, ne? Originalbilder genommen, ne? Spart unheimlich Geld, ne? Alte Wochenschaubilder nehmen, um so einen Einstieg reinzukommen, dass man ja plötzlich, unglaublich deutsch ist.
Paraden sind prächtig anzusehen. Zur aufreizenden Musik schlagen die blank geputzten Stiefel den Asphalt. Die Augen blitzen. Im gleichen Schritt und Tritt geht es voran. Und endet erst, wenn Schnee und Wind die Leichentücher weben, um zuzudecken, was so strahlend und siegesgewiss begann. Einem toten Soldaten ist es egal, wer den Krieg gewann oder verlor. Im Jahre 1922. Das ist übrigens so der einzige Film, den ich kenne. Ist bei der Brücke nicht so. Und das ist bei Stern von Afrika, Haie und kleine Fische, ist es nicht so, dass hier wirklich eingestiegen wird mit toten deutschen Soldaten aus der Wochenschau. Ne? Das waren jetzt russische Aufnahmen natürlich, ne? Aus Stalingrad. Aber das gibt gleich diesen Einstieg, wo es hingeht. Das muss man wirklich dem Film lassen. Der beschönigt auch nichts. Ne? Das ist einer, der wirklich, das ist schon, wurde auch damals von der Kritik sehr, sehr gelobt. Hier kommen halt Originalbilder aus Stalingrad jetzt auch. Ne? Man hat da wohl keine Originalkarte gehabt, hat man eine Karte dahin gemalt. Operation, ne? Befehlsgemäß Stalingrad erreicht. Dadurch ist ein Frontvorsprung entstanden, der einem feindlichen Zangenangriff nicht standhalten könnte. Aber Hitler nannte solche Warnung idiotische Schwarzseherei und befahl der 6. Armee unter General Paulus, Stalingrad für ihn zu erobern. Dieser Befehl wurde zum Hinrichtungsbefehl für die 6. Armee. Dies sind ihre Grabsteine auf dem Kalvarienberg in Stalingrad. Irgendwie hakt das hier immer, ne? Das ist, liegt, glaube ich, an meinem Player hier irgendwie, ne? Dies sind ihre Grabsteine auf dem Kalvarienberg in Stalingrad. Dies sind ihre Totengewölbe, Traktorenwerke und Maschinenhallen in Stalingrad. Dies sind die Pylonen, die am Grabmal des unbekannten deutschen Soldaten brannten in Stalingrad. Nur wenige kamen zurück, um vom Leben und Sterben der 6. Armee zu erzählen und ein Mahnmal aufzurichten, ohne es zu vergolden. Die Etappenstadt Charkow, 250 Kilometer hinter der Front. Da geht es jetzt also an. Jetzt werden so ein paar die Leute eingeführt. Ne? Das ist ziemlich hier auch so ein bisschen hier Liebesschnulze natürlich. Das geht weiter, dass der Herr Joachim Hansen, ein geiler Schauspieler damals, ne, wird versetzt als Verbindungsoffizier zur rumänischen, ich weiß nicht welche Division, die südlich von Stalingrad lag. Wir wissen alle, ne? Rumänen und Italiener an den Flanken, ne? Haben sich die Russen ganz gut ausgedacht. Die nehmen wir hops und dann haben wir einen Kessel. Ja, gucken. Die Szenen mit den Rumänen sind ganz gut, tatsächlich. Also, gut. Los, die Partisanen hatten den Kalatschi hingesprengt. Jetzt sind wir kurz warten wieder, bis er sich hat. Geht's da auch schon los? Naja, kein Wunder. War gut, gleich anzurufen. Bin in rasender Eile. Muss Mittag schon in Kalatsch sein, sonst verpasse ich den Anschluss. Ist eigentlich ganz gemütlich hier. Na komm, jetzt hier aber. Jetzt, meine Güte. War gut, gleich anzurufen. Bin in rasender Eile. Muss Mittag schon in Kalatsch sein, sonst verpasse ich den Anschluss. Ist eigentlich ganz gemütlich hier. Eine nette Höhle für einen ruhigen Winterschlaf. Da werden Sie kaum zu kommen. Da sind Gerüchte, Meldungen, Vermutungen. Beim Iwan kocht was. Sieht mulmig aus. Ach nee. Aber Feldwebel Böse wird Sie in alle vorgängig einweisen. Beim rumänischen General Codrianu habe ich Sie bereits avisiert. Er ist nett, alter Haudegen. Überhaupt. Schöne Uniform, ne? Das muss man echt sagen. Die ist echt schön. Schöne Offiziersuniform. Cool auch das Hemd darunter, ne? Dieses karierte Baumwollhemd, ne? Sieht man öfters. Gab es tatsächlich, dass auch Offiziere private Hemden runtergezogen haben, gerade wenn das Wetter schlechter war. Sah man ja nicht, ne? War ja hochgeschlossen oben. Das ging. Aber ich finde es so ein nettes Detail irgendwie. Ne? Die Rumänen sind anständige, gute Soldaten. Brav bis zum Selbstmord. Moment mal. Krämer, ist der Wagen vollgetankt? Gleich, Herr Hauptmann! Mensch, machen Sie schon! Sie haben prima Haufen hier, den Sie sich verlassen können. Was ich Ihnen noch sagen wollte, dass ein deutscher Major vom Armeekorps als taktischer Koordinator bei den Rumänen hier, Linkmann heißt er, der ist nicht ganz einfach. Sie sind ihm aber nicht unterstellt. Ich meine, disziplinarisch. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Kommen Sie. Schöne Offizierstropenkiste, ne? Ist eigentlich eine Packkiste für die Tropen, aber wurde halt auch von Offizieren für den Kram genommen, ne?
Also, Böse, lege Ihnen Herrn Oberleutnant Wisse ans Herz. Der Feldwebel hier ist die Seele vom Geschäft. Also, alles gut. Alles gut, Herr Hauptmann. Wisse, Sie dürfen die Dinge hier nicht zu leicht nehmen. Leben Sie wohl. Gute Reise. Was natürlich so ein bisschen Fragezeichen ist, es spielt 43, ne? Also 42 im November. Und alle haben schon 43er Feldmütze, also die Einheitsfeldmütze auf, ne? Die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so. Aber wahrscheinlich hatten sie keine anderen Mützen gehabt. Ne? Normal wäre ein Schiffchen schöner gewesen, aber das sind Details, ne? Das sind die normale Mensch weiß es nicht, ne? Und ich bin ab und zu mal so ein kleiner Korinthenkacker und sage dann, naja, aber es ist okay, finde ich. Doch, muss ich sagen. Also, Hauptmann. Und vergesst Sie nicht, Ihren Antrittsbesuch beim Armeekorps zu machen. Jawohl, Hauptmann. Na, worauf warten wir noch, Krämer? Jetzt geht's los, Hauptmann. Los! Er hat's aber eilig gehabt. Recht hat er. Wir wären alle gern mitgefahren. Nun spielen Sie mal nicht verrückt, Böse. Ihr schiebt doch eine ruhige Kugel hier. Das täuscht, Herr Oberleutnant. Wir Nachrichtenleute hören das Gras wachsen. Wissen Sie, welcher Befehl heute Abend um 18 Uhr rauskommt? So, jetzt wollen wir mal wieder Korinthenkacken hier, ne? Der, seht ihr eigentlich mein Cursor? Ich weiß es gar nicht, ne? Der Felwe Böse hat hier sein Fernmeldeabzeichen. Hatte der andere Obergefreite auch eben, ne? Der hat auch ein Fernmeldeabzeichen am Ärmel, ne? Tätigkeitsabzeichen, Fernmeldedienst. Als Feldwebel hätte er sicherlich eine silberne Kordel drum als geprüfter Unteroffizier. Fernmeldunteroffizier. Aber auch da muss ich sagen, ich habe original Fotos gesehen, da haben das halt Feldwebel und Offiziere nicht. Die haben dann, auch bei Sanitäter sieht man das häufig, ne? Dass die dann hier unten die Dings haben, das Abzeichen haben oder unten auf dem Ärmel unten, ne? Und wo dann diese silberne Kordel fehlt. Gab es, ist also tatsächlich kein Fehler. Ne? Aber sonst, ne, so Mantel sieht schick aus, muss man sagen, ne? Koppelpistole dabei. Hinter, da der Bus dahinter ist natürlich auch klasse, ne? Schöner Diesel. Ah, Zeug, falsche. Okay. Na, Urlaubssperre. Ach, daher die Eile, jetzt verstehe ich. Wo ist der Bunker von Herrn Major Lindmann? Dort hinten, ich bringe Sie hin. Danke. Oberleutnant Wisse, der neue Führer des Nachrichtenverbindungsstabes. Link. Sie scheinen mir verdammt jung für einen so schwierigen Posten. Das ist Wolfgang Preis, ne? Der ist natürlich, der spielt immer so diesen ätzenden Kommandeur, ne? Das ist so immer, der hat immer so diese Rollen. 3 Jahre Fronterfahrung machen vielleicht die Jahre wett, Herr Major. Das werden wir ja sehen. Ich hoffe, Sie werden ein bisschen klüger sein als der Scherer. Ich bin froh, dass wir den Schwarzseher los sind. Er macht aus jeder Patrouillenmeldung gleich eine russische Armee. Ich hatte den Eindruck, dass er mit den Nerven ziemlich runter war. Ist unvermeidlich, wenn man immer nur Gespenster sieht. Also... Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich denn jetzt hier überhaupt das Richtige aufzeichne. Ja, zeichne ich. Das hatte ich mich schon mal, ne? Habe ich aufgezeichnet, habe ein Video gemacht, aufgezeichnet, ne? Und dann habe ich gesehen, dass sich irgendwie dass der Bildausschnitt verschoben hat, ne? Und dann habe ich nur die Hälfte vom Bild drauf gehabt. Alter, habe ich mich geärgert, ne? Mann. Wir gehören zum 51. Armeekorps. General von Seydlitz, erstklassiger Haufen. Worauf es hier ankommt, ist klug sein, Distanz bewahren zu den Rumänen. Das sind schlechte Soldaten. Mangelnde Ausbildung, Offiziere auch nicht besser, also kurz ein Sauhaufen. Und hysterisch. Wichtig ist, nicht darauf hereinzufallen. Kühl bleiben, starke Nerven haben. Die habe ich. Danke für den guten Rat. Und was uns beide anlangt, ich habe beim Armeekorps schon von Ihnen gehört. Ausgezeichneter Werdegang. Ordensburg und so. Ich bin auch schon lange dabei. Ja, es ist nicht ganz einfach hier. Wir müssen zusammenhalten. Klar, Herr Major. Gut. Dann bis heute Abend. Wir essen nämlich immer zusammen mit dem General. Ich werde Sie vorstellen. Danke, Herr Major. Die Tonqualität ist übrigens Grütze, weil die haben diese DVD ganz stumpf von einer alten Filmrolle kopiert. Gar nichts überarbeitet, da ist nichts überarbeitet, nichts digitalisiert, ne? Stumpf gebrannt.
Ne? Deshalb ist echt, also die Bildqualität, die Tonqualität teilweise ein bisschen mau. Entschuldigung dafür. Meine Division befindet sich in einer äußerst schwierigen Lage. Wir halten einen Abschnitt von 19 Kilometern statt der üblichen 5 oder 6. Danke. Seit dem Vormarsch im Sommer kämpfen wir ohne Pause. Wir haben keine schweren Waffen, keine Panzer, keine Panzerabwehr, nicht einmal Minen und überhaupt keine Reserven. Seit Wochen wissen wir, dass der Russe mit vielfacher Übermacht aufmarschiert. Seit Wochen habe ich Herrn Scherer gebeten, vorstellig zu werden und um Hilfe zu ersuchen. Er hat sein Bestes getan, aber nichts erreicht. Herr General, ich werde mich sofort bemühen. Ich danke Ihnen, aber ich glaube, es ist zu spät dafür. Major Linkmann lächelt wie immer. Überlegen, er glaubt nicht an einen russischen Angriff, obwohl er die Situation kennt. Die Möglichkeit eines Angriffs weiß ich nicht von der Hand. Nur unsere Fähigkeit, den Russen zurückzuwerfen, schätze ich höher ein als Sie, Herr General. Panzer sind keine Läuse, die man mit nackten Fäusten knacken kann. Ich brauche Waffen. Die oberste Führung kennt die Lage genau. Und warum wird nichts getan? Die Pläne des Führers entziehen sich meiner Kenntnis. Danke, meine Herren. Die unheilgeschwängerte Nacht zum 19. November 1942 ist hereingebrochen. Stille liegt über dem Land. Nur die Stimme aus... Das ist immer so eine halb dokumentarische... Zwischenerklärung, ne? Man das alles einordnen kann, richtig, ne? So, die Amis würden sagen, das ist so ein Narrator, ne? So ein Sprecher. Moskau hämmert unermüdlich, monoton. Alle 7 Sekunden stirbt ein deutscher Soldat. Stalingrad, Massenmord. Alle 7 Sekunden. Diese Durchsage damals von den Russen, die haben, die Sowjets haben die deutschen Funkwellen überlagert mit ihrer Propaganda, und diese Durchsagen gab es tatsächlich, und zwar tagelang nonstop, ne? Alle 7 Sekunden stirbt ein deutscher Soldat, Stalingrad Massengrab, tick, 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 ne? Und ich habe einmal mit einem Veteran, der in Stalingrad dabei war, gesprochen. Es war ein ehemaliger Pionier, habe ich bei der Bundeswehr, damals, wo es noch Tradition gab bei der Bundeswehr und ein bisschen Traditionspflege mit alten Wehrmachtseinheiten, ist ja heute verpönt, gibt es ja nicht mehr. Damals war es noch möglich, Anfang der 90er, und da habe ich mit dem gesprochen, und der hat das erzählt. Ne? Also wir haben auch über diesen Film geredet tatsächlich, ich habe ihn gefragt und er sagte, ja, den Film kennt er natürlich, und da ist sehr viel, was er genau so auch erlebt hat. Ne? Also der war schon ganz tolle Sachen erzählt. Ich habe mir Notizen gemacht und diese Notizen nachher verloren. Ich habe ja mittlerweile 70, 72, 73 Leute interviewt über die Erlebnisse, ne? Aber jetzt kommt keiner mehr dazu, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, mir sind ein paar Notizen mal abhanden gekommen beim Umzug. Mist. So. Stirbt ein deutscher Soldat. Spruch dechiffrieren können. Es ist ein Tagesbefehl Stalins. So. Der russische Großangriff ist auf heute früh 6 Uhr festgesetzt worden. Natürlich können wir nicht vorausahnen, wo der Hauptstoß erfolgen wird. Wenn es aber in meinem Abschnitt sein sollte, kann ich für nichts garantieren. Wie Sie wissen, habe ich keine schweren Waffen. Darf ich also nochmals im Ernstfall um Unterstützung bitten? Danke, Herr General. Wir erwarten noch weitere Befehle. Ende. Also jetzt geht's los. General von Seydlitz versprach mir, im Notfall zu helfen. Jedenfalls werden wir unsere Haut teuer verkaufen. Selbstverständlich, Herr General. Ich weiß, er wird uns nicht im Stich lassen. Uhrenvergleich. 1:05 Uhr. Herr Oberstleutnant Kesselbach. Herr Oberstleutnant. Was ist denn? Sie sollen mit Ihren Panzern zur rumänischen Division rüber. Es geht los. Wie viel Uhr ist es? 2:30 Uhr. Ist was passiert? Da ist eben eine Meldung durchgekommen. Ja. Der Russe greift an. Heute 6 Uhr. Mensch, der Russe. Ja, Moment mal. Jetzt wollen wir in Ruhe nachdenken. Ist doch klar. Der Russe greift an. Übrigens, was meinen Sie, warum die Rumänen keine schweren Waffen bekommen haben? Unzuverlässige Leute, verstehen Sie? Ich habe da so meine eigene Theorie. Der Führer will die Rumänen verheizen. Was? Ja, ja, aber damit können wir ja schließlich nicht gemeint sein, nicht? Darum gibt es jetzt nur eines. Augen und Ohren offen und Ruhe bewahren.
Und sollte der Laden hier schief gehen, dann ist, wir rennen den Kübel dann ab. Haben Sie mich verstanden? Hier, Paulus. Ja, natürlich haben wir der Heeresgruppe den bevorstehenden Angriff gemeldet. Wie? Nochmal. Ende. Bodennebel ist angesagt. Die Luftwaffe wird also nicht eingesetzt werden können. Keine Luftunterstützung? Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich frage mich, Schmidt, haben wir alles Menschenmögliche getan? Das Menschenmögliche schon, Herr General. Aber ob es ausreichen wird, das ist eine andere Frage. Aber das ist doch unmöglich, Schmund. Der Führer muss für mich zu sprechen sein. Es ist wichtig. Er muss das Reservepanzerkorps sofort zum Einsatz freigeben. Es muss ohne Verzug in Marsch gesetzt werden. Na, machen Sie es so dringend wie möglich. Wir können doch nicht völlig untätig zusehen. Ende. Wie will er bloß den Krieg gewinnen, wenn er den Generalstab zum Befehlsempfänger degradiert? Er nennt uns Klempner. Hab nichts dagegen. Aber dann soll er uns auch nicht ins Handwerk pushen, wenn jetzt ein Wasserrohrbruch passiert. Der Chef des Generalstabes hat noch einmal angerufen, mein Führer. Darf ich um Ihre Entscheidung bitten? Er soll das Panzerkorps antreten lassen. Weitere Befehle folgen. Jawohl, mein Führer. Das ist der Berghof, ne? Steht dann in Berchtesgaden, auf dem Berghof, das ganz große Fenster, ne? Guckst auf den Watzmann, der berühmte große Globus, ne? Da in der Ecke. Zwei Jahre später liegt der Globus zerstört auf dem Boden vor dem kaputten Fenster und die Amerikaner, die saufen seine oder futtern seine Küche leer. So ist das einfach. Ne? Toll hier beim der große Diktator mit Charlie Chaplin, ne? Wie er den mit dem Globus spielt. Ach, traumhaft. Der Angriff beginnt. Ich muss dazu sagen, dass die Rumänen recht gut getroffen sind. Ne? Die Rumänen hatten ja vor dem Krieg schon eingeführt holländische Stahlhelme. Und während des Krieges haben die alles an holländischen Beutestahlhelmen zusätzlich gekriegt. Und auch holländische Gewehre und holländische Ausrüstung und so. Ne? Also wenn jemand Rumänen darstellen will oder so, ne, dann kauft euch holländische Uniform und Ausrüstung. Ja. Durch ans Armeekorps. Das dreistündige schwere Artillerievorbereitung greift der Russe mit starken Panzerkräften auf breites Front an. Jawohl, Böse, wir übernehmen die Station. Packt unsere Klamotten zusammen, damit wir fertig sind, falls wir abhauen müssen. Kramer, Sie bleiben mit dem Kübelwagen in Bereitschaft. Ich bin auf dem Divisionsgefechtsstand. Die deutschen Fahrzeuge eben waren übrigens im Dreifarben Tarnanstrich angemalt. Das ist natürlich Blödsinn, ne? Also im Oktober, November 42 waren sie noch alle panzergrau lackiert und häufig halt mit Schlamm oder so getarnt, ne? Aber Kleinigkeiten wieder. Das sind natürlich originale Wochenschauaufnahmen von den Russen. Ne, man sieht hier T-34-85, die gab es damals auch noch nicht. Aber das sind alle Sachen, die wussten die Leute damals nicht. Und das war denen egal. Ne? Hauptsache, da rollen irgendwelche Panzer über die Wiese und dann wusste jeder schon, was Sache ist. Wie gesagt, holländische Stahlhelme, richtig, also ich muss sagen, die Rumänen finde ich recht klasse. Man sah eben, das Maschinengewehr, es war natürlich ein MG-42, ne, gab es dort zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Die ersten MG-42 wurden eingeflogen, als der Kessel geschlossen war.
ne, wurden als Ersatz wurden MG-42 eingeflogen, ein paar wenige nur. Die Deutschen natürlich damals als Standard MG-34 und die Rumänen hatten sehr häufig tschechische ZB-26 und ZB-30 gekriegt als Bewaffnung. Die russischen Panzer nähern sich unserer Batteriestellungen. Dritte und vierte Batterie in schwerem Abwehrkampf. Pionierbataillon eingeschlossen. Leistet Widerstand. Da haben wir es, der Russ ist durch. Leutnant Kesselbach vom 51. Armeekorps zur Stelle. Das waren eben diese Attrappen auf dem Traktorfahrgestell. Das waren also keine richtigen T-34. Die Proportion war nicht ganz genau vom Turm und so, aber das fand ich schon sehr geil. Sowieso die Szene hier, so diese Einzelkämpfer, also der Leutnant Wisse, Oberleutnant Wisse, der mit einer geballten Ladung da den Panzer zerstört und so. Das war schon, sage ich mal, eine etwas bessere Darstellung. Sie kommen spät, aber ich danke Ihnen trotzdem. Halten Sie mir die russischen Panzer vom Leibe, damit ich retten kann, was noch zu retten ist. Hallo, Ordensritter. Gut gemacht. Hab's gesehen. Na, das können Sie ja. Sind Sie verrückt geworden, sich da draußen rumzutreiben, statt hier auf Ihrem Posten zu bleiben? Ich war im Divisionsgefechtsstand. Ihr Feldwebel hat sich geweigert, mir den Wagen zu geben, um zum Chor zu fahren. Es war zwischen uns genau abgesprochen, dass ich den Wagen bekomme. Das ist ein Missverständnis. Ich habe Ihre Worte ganz anders aufgefasst. Sie, was wollen Sie mir denn da unterstellen? Ich habe mich ganz klar ausgedrückt. Ich werde Sie zur Meldung bringen, mein Lieber. Er handelt nur auf meinen Befehl. Ich trage die Verantwortung. Ach, drehen Sie doch nicht so überheblich. Verantwortung. Die Zurücknahme meiner Division ist soeben befohlen worden. Veranlassen Sie ebenfalls das Nötige, meine Herren. Melden Sie Ihrer Dienststelle Dank für Hilfe. Oberstleutnant Kesselbach mit seinen Panzern bleibt bei uns und deckt unseren Rückzug. Jawohl, General. Ich habe Sie heute früh vermisst, Major Linkmann. Ich habe keinen Wagen, Herr General. Ach, die anderen sind auch zu Fuß gekommen. Es muss auch jemand hier bleiben, um die Verbindung zum Korps aufrechtzuerhalten. Ihre Aufgabe als taktischer Offizier war, bei mir zu bleiben. Oberleutnant Wisse war ja auch nicht hier. Ihr Landsmann hat uns durch seinen persönlichen Einsatz aus einer gefährlichen Situation gerettet. Wir danken Ihnen, mein Sohn. Ein merkwürdiger Rückzug beginnt. Es geht nicht nach Westen, wo die rettende deutsche Front liegt, sondern nach Osten, tiefer nach Russland hinein, geschoben, gedrängt von den feindlichen Panzern, die wie scharfe Messer die Verbindung zu den eigenen Linien zerschnitten haben. Dazu muss man sagen, die Rumänen sind nach Norden gegangen, ne? Glaube ich. Nach Norden oder nach Süden? Wo waren sie? Ich meine, die waren im Norden. Die waren im Süden von Stalingrad, also müssen nach Norden gewackelt sein. Mit diesen Etappenhengsten hat man schon seinen Ärger. Mit Mühe und Not habe ich 2 Kanister Benzin bekommen. Und dabei ist das Depot voll mit Klamotten und Fressalien für eine ganze Division. Na und? Ich dachte, vielleicht können wir was organisieren, wo wir doch alles verloren haben. Aber die Bullen wollen ja nichts hergeben. Die wollen ja alles verbrennen. Was? Die sind wohl verrückt. Den Laden wollen wir uns mal ansehen. Das ist doch Blödsinn. Ich hab... Und das war tatsächlich so. Es gab volle Verpflegungsdepots und volle Depots mit Bekleidung und Nachschubgütern, was ich was alles. Ne? Und weil sie keinen Befehl hatten, die Sachen einfach auszugeben, wurden diese Depots, und zwar mehrere Depots, wurden dann einfach stumpf in Brand gesetzt oder gesprengt. Ne? Also das war wirklich, wo man sagt, völlig
aber das ist deutsche Gründlichkeit. Ne? Die Beamten, das waren ja meistens Beamte, die da saßen, Intendanten, Stabsintendanten, keine Ahnung, wie die alle hießen da, die ganzen Vögel da, ne? Die ganzen Heeresbeamten, die waren da sehr genau. Da ist nichts mit, oh, komm, nimmt einfach mit. Ich habe von meiner Dienststelle Befehl, das Lager in einer halben Stunde anzuzünden, dass nicht in Feindeshand fällt. Ihre Division kann also das Lager nicht mehr räumen? Natürlich nicht. Nun nehmen Sie doch Vernunft an. Da wollen Sie den ganzen Kram hier in die Luft jagen? Draußen ziehen hungernde und frierende Soldaten vorbei. Die haben den ganzen Tag gekämpft. Ich habe meinen Befehl. Ich pfeife auf Ihren Befehl. Krämer, lassen Sie das stehen und warten Sie ab, bis Sie Anweisungen erhalten. Was haben Sie vor? Das will ich Ihnen sagen. Da kein höherer Offizier in der Nähe ist, werde ich die Verantwortung für die Räumung des Lagers übernehmen und den Rest verbrennen. Was fällt Ihnen ein? Da kann ja jeder herkommen. Wenn Sie durchaus schießen wollen, dann werden Sie bald dazu Gelegenheit haben. Der Russe wird mit Ihnen nicht so lange fackeln. Gut. Ich weiche der Gewalt. Aber nur unter Protest. Und Sie werden mein Protokoll unterschreiben. Da haben wir's. Der russische Winter ist da. Und der da drin hat die Pelze. Ja, worauf warten wir noch? Nehmen wir uns welche mit? Herr Feldnebel, hier! Seid ihr wahnsinnig! Der Russe ist uns auf den Fersen und ihr macht Weihnachtsbescherung! Sagen wir, Oberstleutnant, der Verpflegungsbulle wollte alles verbrennen. Und da lasse ich die Leute mitnehmen, so viel sie tragen können. Na, ist gut, aber jetzt machen sie den Laden dicht. Meine Panzer können die Russen nicht länger als 15 Minuten aufhalten. Jawohl, Oberstleutnant! Hier müssen wir ziehen! Das Ausmaß des russischen Durchbruchs übertrifft meine schlimmsten Befürchtungen. Mit starken Panzerkräften ist der Russe nach Süden durchgebrochen. Ja, mit so einer selbstgemalten Karte, ne? Ja. Aber gut, wahrscheinlich, wo sollten die damals 1959 eine Karte von Stalingrad herkriegen, ne? Und steht im Rücken der 6. Armee. Südlich von Stalingrad stieß er nach Westen und Nordwesten vor und zerbrach hier ebenfalls die rumänische Front. Bei Kalatsch vereinigten sich die beiden Zangen. Mein Führer, die 6. Armee mit einem Panzerkorps und 4 Armeekorps, zusammen 22 Divisionen, ist eingeschlossen. Zu allem Übel ist der russische Winter früher als erwartet mit ungewöhnlicher Härte hereingebrochen. Die warmen Wintersachen haben die Truppe nicht mehr erreicht. Weiter. Es muss eine sofortige Entscheidung getroffen werden. Beinahe eine 250.000 deutscher Soldaten ist eingekesselt. Davon sind 25.000 verwundet. Verpflegungs- und Munitionsbestände werden bald so knapp sein, dass sich für die 6. Armee eine Katastrophe abzeichnet, wenn nicht sofort der Ausbruch befohlen wird. Können Sie mir hundertprozentig garantieren, dass die 6. Armee herauskommt? Nein, mein Führer. Aber ich kann Ihnen hundertprozentig garantieren, dass die 6. Armee verloren ist, wenn Sie nicht sofort den Ausbruch befehlen. Seit Tagen warten wir nun auf den Ausbruchsbefehl. Aber der Führer zaudert und Paulus zaudert. Was jetzt fehlt, ist ja Hermann Göring, der dabei war bei der Lagebesprechung, gesagt hat mir, mein Führer, ich versorge die Armee in Stalingrad. Ne? Ich garantiere 350 Tonnen pro Tag einzufliegen. Ne? Er hat, glaube ich, das Höchste, was er geschafft hat, war, glaube ich, 250 Tonnen oder so an einem einzigen Tag. Und sonst waren das immer so zwischen 70 und 100 Tonnen. Ne? Hat er nie geschafft. Und hat dann dabei, bei Stalingrad hat er ungefähr die Hälfte seiner Transportflotte verloren. Und die andere Hälfte der Transportflotte ist zeitgleich verloren gegangen bei der Versorgung von Nordafrika, Tunesien. Das war ja auch fast zeitgleich. So. Ja, ärgerlich war das. Es ist doch alles besprochen. Was hat zu warten? Wir gehen mal weiter. Nicht so. Weil wir werden alle langsam nervös. Man will versuchen, uns aus der Luft zu versorgen. Vorausgesetzt, dass wir die Flugplätze... Hinten, also, warte mal. Sieht man das nochmal gleich mal ein bisschen? Ja. Das ist eigentlich schon alles. Zum Aufwärmen, Herr Oberleutnant.
Danke, Krämer. Ja, was ist denn hier los? Kriegsrat? Jawohl, Herr Major. Wir sprachen über die Lage. Kein Mensch. Muss man aber ganz kurz zurück. Vorausgesetzt, dass... Da ist er. Ach Mann, geh doch da nicht... der nervt. Na, ehrlich gesagt, ich weiß auch noch nicht. Na. Wir sind eingekesselt und sollen warten. Worauf weiß kein Mensch. Die Rationen müssen weiter gekürzt werden. Man will versuchen, uns aus der Luft zu versorgen. Die MP da hinten, ne? Das ist keine MP40. Das ist eine jugoslawische Modell 56, also eine Kopie der MP40, aber ausgelegt für die 7,62mm Tokarev, hier mit einem geraden Magazin. Normal hatte die auch, gab es die mit so einem gebogenen Magazin mit 32 Schuss. Ne? Das haben die damals gemacht, weil die haben für die Filmaufnahmen keine MP40 rangekriegt. Man kann sich es nicht vorstellen. Ne? Die haben es nicht geschafft, 1959 mitten in Deutschland mindestens eine MP40 ranzukriegen für Filmaufnahmen. Zu der MP kommen wir nachher noch. Vorausgesetzt, dass wir die Flugplätze halten können. Tja, das ist eigentlich schon alles. Zum Aufwärmen, Herr Oberleutnant. Danke, Krämer. Ja, was ist denn hier los? So. Den Leuten große Palaver zu halten. Glauben Sie. Und ich glaube, er wird es Ihnen nie vergessen, wenn er weiß, dass Sie das gemerkt haben. Um existieren zu können, hat die 6. Armee einen täglichen Bedarf von 750 Tonnen an Verpflegung, Munition und Medikamenten angefordert. Hitler und Göring haben es zugesagt, aber ihr Versprechen... Ich meine ganz fest, Göring hat 350 Tonnen garantiert am Tag. Ja, wie gesagt, nicht geschafft. ...nicht gehalten. Anfänglich kommen 20% der benötigten Tonnage in den Kessel, dann nur noch 10%. Und später, als die wichtigsten Flugplätze verloren gehen, kommt gar nichts mehr. Ich kann's nicht machen, du kapier doch schon. Warum seid ihr nur so knickrig? Ich repariere... Diese Laufrollen hier von dem T-34, ne? Das ist ja eine der Attrappen, die sie gebaut haben. Ich glaube, zwei Attrappen hatten sie. Ich meine, ich habe gelesen, eine haben sie gebaut. Aber in der Szene eben waren ja zwei zu sehen. Diese Laufrollen hier, ne? Die sind vom deutschen Halbkettenfahrzeug. Diese Laufrollen hier. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Fand ich ganz witzig. Sieht aber gut aus, ne? Der Kübelwagen gefällt mir auch. Den würde ich wohl sofort nehmen wollen. Ihr habt eure Funkgeräte und ihr wollt mit nichts rüberkommen. Zigaretten. So, jetzt gehen sie... Verläuft so. Das ist jetzt diese Szene, wo dieser Ausbruch geplant wird. Ne? War ja so, dass die hier Roth hat ja angegriffen mit seiner Panzerarmee und wollte Stalingrad erreichen. Ne? Und er ist bis 48 Kilometer rangekommen und dann haben die Russen Gegenangriff gestartet und der Roth hat den Angriff abgebrochen. Dann hat er noch gesagt zu Paulus, greif jetzt an, du brichst jetzt mir entgegen, dann treffen wir uns. Aber Paulus hat gesagt, nee, das ist riskant, dann stehen meine Soldaten nachher in der Pampa da. Und so haben die diesen Ausbruch nicht getan, Roth ist nicht angekommen und so blieb die Armee im Kessel. Nun kommt von Süden her eine ganz neue Panzerarmee unter Generaloberst Roth. Von 400 Kilometer Entfernung ist er losmarschiert und hat sich bis auf 150 Kilometer zu uns durchgeschlagen. Wie gesagt, bis 48 war er hat am Ende mit den ersten Fahrzeugen da und dann war das Ding Geschichte. Das ist leider so. Ne? Chance vergeben. Wenn er nah genug ran ist. Wo ist General Oberst? Stoppen, der Panzer! Na, wie sieht's aus? Was ist los? Wir können endlich weiter. Aber wir haben wieder zwei Panzer verloren. Der Iwan wird immer stärker. Na immerhin, wir haben mit unseren 200 Panzern über 1000 Russenpanzer erledigt. Aber immer neue kommen, wie Pilze aus der Erde, man weiß nicht woher. Es ist unheimlich. Seien Sie nicht so pessimistisch, wir müssen durch. Noch 100 Kilometer. Die im Kessel warten auf uns. Und sagen Sie unseren Leuten immer wieder, Weihnachten müssen wir sie raushaben. Jawohl. Ja, das ist eine Meldung. Darauf haben wir lange genug gewartet. Danke. Ende. Kinder, der Hut ist auf 50 Kilometer ran. Jeden Moment wird der Befehl zum Ausbruch kommen. Schmeißt alles weg, was wir nicht gebrauchen können. Krämer,
Sie organisieren noch ein paar Kanister Sprit für den Kübelwagen. Na geritzt, und wenn ich klauen muss. Büße. Das war auch wieder so ein Thema, ich habe gerade verklickt, ne? Ich bin so ein Anfänger. Das ist auch so ein Thema, ne? Die deutschen Truppen haben keinen Befehl gehabt zum Ausbruch, haben aber gedacht, Mensch, der Hoth kommt. Und dann fingen die an, ihre Bunker zu sprengen, ihre Fahrzeuge, die zu wenig Benzin hatten, anzuzünden und haben alles an überflüssigen, hier Bekleidung oder was haben sie alles angezündet teilweise, damit die Russen das nicht kriegen. Und dann wurde der Ausbruch hier abgesagt. Ja, und standen sie da, ne? Und teilweise die, die in der Steppe lagen vorher, ne, die haben teilweise wirklich ihre Bunker gesprengt und standen nach Absage des Ausbruchs dann halt mitten in der Steppe im Schnee bei minus 20 Grad ohne Bunker da, weil sie haben sehr gesprengt. Und dann standen sie da, ja, war natürlich dann suboptimal. So. Sie springen den Funkwagen, sobald der Befehl kommt. Wird vorbereitet. Na, und ihr sagt mir noch mal was gegen den Führer. Los, Mensch, machen Sie schon, ich gefrieren Sie in den Dreck. Ich denke, Sie haben es gelernt. Einen Augenblick bitte, Herr Generaloberst. Bei Milorovo. Ja, das ist doch weit weg, das interessiert mich nicht. Ist die Front der 8. italienischen Armee? Ja? Was ist? Von den Russen durchbrochen worden. Was? Das ist, was hier steht, Herr Generaloberst. Verdammt, jetzt kommen uns die in die Flanke. Das bringt uns in Teufelsküche. Das ist gar kein Ausdruck. Moment. Wir sind 48 Kilometer vom Kessel. Wir haben noch eine Chance. Paulus muss sofort antreten, mir entgegenkommen. Wir können es noch schaffen, aber er muss sich beeilen. Es ist unmöglich. Hoth steht 48 Kilometer vom Kessel und ich habe nur für 30 Kilometer Sprit. Aber die Differenz ist nur 18 Kilometer. Wir könnten es schaffen. Als der Führer von unserer Brennstofflage erfuhr, hat er den Ausbruch verboten, den wir ja schon vorbereitet hatten. Ich mache mir jetzt seine Auffassung zu eigen. Wir würden hilflos in der Steppe liegen bleiben, wenn nicht genügend Sprit eingeflogen wird. Wir sollten es trotzdem versuchen. Geben Sie der Armee eine Chance, General. Unsere Leute wissen doch, worum es geht. Sie können doppelte Leistungen von Ihnen erwarten. Ich muss bedenken, dass ein missglückter Ausbruch das sofortige Ende meiner Armee bedeutet. Also ich kann es nicht riskieren. Das ist alles, was ich Ihnen sagen wollte. Ich danke Ihnen, meine Herren. Friedrich. Ja. Was ist? Du musst ausbrechen, zu Hoth. Du kennst den Befehl. Ja, ein sinnloser Befehl. Warum befolgst du ihn? Wir sind auf den Führer vereidigt. Neben Tradition und Ehrerfassung gibt es noch eine höhere Verantwortung, Friedrich. Die dem Volk und unseren Soldaten gegenüber. Das sind doch leere Worte, wie er in Wartenburg. Also. Was soll das bedeuten? Die Rettungsaktion von General Hoth ist schiefgegangen. Wir marschieren nicht. Der Ausbruch ist abgeblasen. Ein Ausbruch. Der Ausbruch. Das ist jetzt halt diese Szene, ne? Diese Situation, oh, wir werden jetzt hier wohl verrecken, auf Deutsch gesagt. Das war den meisten wahrscheinlich klar in dem Moment. Ne? Also, Hoth kommt nicht mehr, sie dürfen nicht ausbrechen. Die Russen werden immer stärker, sie werden immer schwächer. Ja, das, da war dann das, der Führerglaube irgendwann aber auch am Ende. Ne? Ist abgeblasen. Na denn, fröhliche Weihnachten. Wir sollten nach Süden marschieren. Für den Ausbruch. Die Russen Panzer haben uns zerquetscht. Gebt ihm Schnaps und was zu essen, schnell. Ist nicht mehr nötig. Der Mann ist tot. Hören Sie mal, Krämer. Merkwürdig. Was ist denn los? Wollen Sie mal was hören, Herr Oberleutnant? Knautsch ist am Gerät. Gehen wir mal rüber. Wie schön, kommt.
auch das ist halt belegt, ne, dass damals die ganzen Militärpfarrer bis zum Schluss in jeder Situation da waren, ne, für die Soldaten. Die haben ihre Predigten gehalten und so. Und für viele Soldaten war das halt irgendwie, ja, noch so ein Halt. Ne? So, wenn wir mal weiterspringen, denn es geht gleich nach Stalingrad rein. Radice! Na? Ah, jetzt kommt Witz. Nach Berlin 2431 Kilometer. Die Wahl hat eine Qual. Ja, Berlin war schön. Da kannte ich bei Aschinger mal eine Brünette, die war Zucker. Berlin kennen wir schon. Na, jetzt aber wieder. Jetzt. Die Wahl hat eine Qual. Ja, Berlin war schön. Da kannte ich bei Aschinger mal eine Brünette, die war Zucker. Berlin kennen wir schon. Jetzt fahren wir über Gorodice nach Stalingrad. Ja, auf den Kurort bin ich gespannt. Da wartet mein neuer Regimentskommandant. Er hat gerade Aschinger angesprochen. Das ist ein Restaurant in Berlin gewesen. Und wer die Volker Kutscher Bücher liest, der Volker Kutscher hat ja die Romane von Gerion Rath geschrieben. Gerion Rath, super tolle historische Krimiserie über einen Polizeikommissar der Kripo in Berlin der 20er, 30er Jahre. Und der hat auch immer bei Aschinger mittags entweder eine Wurst gegessen oder eine Bulette. Aschinger. Ja. Hör auf mich. Sinnloses Wissen. Bin ich gespannt. Im Zivilberuf bin ich Naturwissenschaftler, Botaniker. Ein Mensch, der Blumen, Pflanzen und ihr Wissen mehr als ein guter Offizier. Frage. Du nimmst das Ding und hältst die Schnauze. Dein Gehuste geht mir schon auf die Nerven. Ich bin immer doch dein Vorgesetzter, ja? Das hat jetzt nichts zu sagen. Hier geht's um die Gesundheit. Was ist los, Oberleutnant? Das haut mich um. Das verspricht hier, ein netter Kurort zu werden. Und wissen Sie, wer unser neuer Kurdirektor ist? Major Linkmann. Ach du lieber Himmel. Na, ich hab's ja gleich gesagt. Wären wir bloß nach Berlin gefahren. Da werden wir nichts zu lachen haben. Mal sehen. Mein letztes Wort, ich gebe keinen Schuss frei. Soll die Infanterie sehen, wie sie ohne Artillerieunterstützung fertig wird. Ende. Oberleutnant Wisse, als Führer der 3. Batterie zur 1. Abteilung versetzt. Ach, das ist aber eine Überraschung. Für Sie doch wohl nicht, Herr Major. Nein, da haben Sie allerdings recht. Ich habe es ja schon damals für meine Abteilung vormerken lassen. Wie ich höre, haben Sie inzwischen auch einen Orden gekriegt? Jawohl, Herr Major. Den rumänischen Tapferkeitsorden. Ich will ja nicht gehässig sein, aber die Rumänen legen nun mal andere Maßstäbe an. Aber hier in Stalingrad, da können Sie beweisen, was Sie für ein Kerl sind. Da gebe ich Ihnen eine Chance. So, er wird jetzt gleich reingehen. War aus mit. So. Also, wir liegen hier 1400 Meter vor Stalingrad. Nein. Wir haben Tor geschützt. Fuhrmann, du nimmst sofort. Musst du nicht lebend hinkommen. Das sind jetzt die ersten Szenen aus Stalingrad. Die sind zum Teil tatsächlich im Studio gedreht. Ne? Also, das sind alles Bauten. Die haben eine große Halle gehabt. Eine große Halle haben die genommen. Und haben in diese Halle aus Holz, Gips und Stein dieses Trümmergelände nachgebaut. Und fast alle, also die meisten, so diese ganzen Dings, sind alle im Studio gedreht. Nachher gibt es noch ein paar Filme, ein paar Szenen. Die haben sie in Göttingen irgendeiner, ich weiß, ich habe es mal gehabt, in welche Fabrik die gewesen sind. Außerhalb von Göttingen in irgendeinem zerstörten Fabrikgelände haben die noch gedreht, ne? Weiter geht's. Los! Heike, verhole! Heike! Besonders Schmidt? Nein, nein, Leute! Ah, Leutnant. Wachmeister Konowski mit 2 Mann als vorgeschobener Beobachter. Keine besonderen Vorkommnisse. Danke, Konowski. Das ist unser neuer Batterieführer, Oberleutnant Wisse. Herr Konowski. Hallo, Oberleutnant. Obergefreiter Krämer. Danke. Ich bin gerade bei der Verteilung.
Die sehen von der Ausstattung schon gut aus, die Jungs, ne? Also der Ausstatter hat sich da richtig Mühe gegeben für damals, ne? In den meisten Filmen damals waren ja so die Soldaten so 0815 ausgerüstet, ne? So relativ banal und stumpf und so textbuchmäßig, ne? Vielleicht ein bisschen schmutzig. Und in diesem Film haben die es geschafft, die Leute richtig, ich muss sagen, echt, die sehen gut aus, ne? Also ich finde es gut. Mich freut sowas tatsächlich, ne? Wenn die das so ein bisschen auch die Atmosphäre dadurch getroffen haben, ne? Also unrasiert, schmutzig, wo keiner aussieht wie der andere, so ungefähr, ne? Also es, ja. Ich bin schlimm. Maserationen hier. Sieht ja kümmerlich aus. Unser Essenhole haben die Russen abgeknallt. Nicht mal der Wurstpelle ist durchgekommen. Und die haben ein bisschen was zu fressen mit? Leider nicht. Aber eine Zigarette können Sie haben, Herr Wachmeister. Oh, das ist ja wunderbar. Dankeschön. Die haben gemerkt, dass wir Besuch haben, aber die Decke hält. Wie ist die Situation hier? Links und rechts von uns liegt Infanterie, die halten die Straßenkreuzung. In den Häusern schräg gegenüber sitzen in den obersten Stockwerken der Russe. Im Keller sitzen unsere Leute. Als Untermieter, oder? Ruhig, ja. Im selben Haus? Das ist noch nicht möglich. Oberleutnant, Stalingrad ist alles möglich. Da gehen manchmal die Fronten senkrecht durch die Häuser durch. Da gab's hier mal einen Lokus. Da war ich jeden Morgen so eine Viertelstunde und dachte so über unsere Probleme nach. Eines schönes Morgens komme ich an, sitzt dann Ivandorf. Und mit dem bisschen Russisch, weil ich kann, sag ich so, Mensch, Junge, los, hau ab hier! Und auch im Weggehen dreht er sich um und sagt, immer in Ruhe, scheißen lassen ihn die Preußen! Na, Kunowski, ich glaube, Sie spinnen. Oder mein Wort, so weit ich hier stehe. Kann ich jetzt mal die vorgeschobene Wehrstelle sehen? Ja, ich geh mal voran. Guck mal, Leute, hier. So, jetzt muss ich was dazu sagen. Wie gesagt, ich habe viel auch über die Dreharbeiten gelesen und habe Interviews geguckt dazu. Man sieht jetzt, der MG-Schütze schießt nicht auf die Russen. So, und jetzt kommt's. Ich kann auch sagen, warum. Der schießt mit Platzpatronen mit Holzkopf, weil die hatten keine anderen Platzpatronen damals. Und die MGs hatten sie vom Bundesgrenzschutz gekriegt, geliehen. Und auch die Platzpatronen, und zwar Platzpatronen mit diesem Holzkopf. Und die haben eine Sicherheitsentfernung von, boah, 100 Meter, 150 Meter, irgendwas, ne? Und der schießt praktisch mit diesen Holzköpfen, das ist gepresste Holzspäne, so Holzpulver. Und wenn die schießen, dann zerlegen sich diese Pressholzköpfe und ja, zerfallen dann halt, wenn sie so aus dem Rohr rauskommen, aus der Mündung rauskommen, ne? Nur, wie gesagt, diese Holzteile, die brauchen eine Zeit, um wirklich zu zerstäuben, ne? Und deshalb gibt es diesen Sicherheitsabstand und deshalb schießt er an die Russen da praktisch vorbei, weil er diese Holzköpfe hat. Also völlig, heutzutage undenkbar, ne? Undenkbar. Damals war das Standard. Es gab damals noch keine Manöverpatronengeräte fürs MG und wie gesagt, das BGS und alle und die Bundeswehr auch haben zu der Zeitpunkt noch mit diesen Holzgeschossen geübt, geschossen, getan. Also völlig, man mag es kaum glauben. Es ist wirklich völlig stumpf. B2, Konowski. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Ja, natürlich, wir ziehen hier am gleichen Strang ins Gerüst. Herr Leutnant, eine Frage noch. Haben Sie nicht irgendwas zu fressen da? Nein. Schade. Ende. Der Leutnant von der Infanterie. Die Russen haben drüben zwei Panzer und eine Pack aufgefahren. Wollen es mal wieder versuchen. Na und? Das hier ist eine Schlüsselstellung. Von hier aus kann die Straßenkreuzung kontrolliert werden. Die muss unbedingt gehalten werden, denn ein paar Häuser weiter von hier ist das neue Quartier von Paulus. Das ist mir neu. Naja, schönes Kellerloch.
mit fließend Wasser, aber der Wind runter. Er meint damit das Warenhaus Unifermark in Stalingrad, wo nachher Paulus reingegangen ist und im Keller dann gehaust hat. So. Rufen Sie die Batterie an, Kunowski. Sagen Sie Bescheid, dass wir heute Nacht hier bleiben. Ich will mir den Laden ansehen. Jawohl. Und das, wie gesagt, ist tatsächlich in einem Studio gedreht, ne? Also, ich habe da mal Bilder gesehen von den Dreharbeiten. Das ist teilweise in unterschiedlichen Größen gebaut. Das ist eine große Halle gewesen. Und die hinteren Gebäude sehen so aus, als wenn die weiter weg sind, aber die sind halt kleiner gebaut, um diese Tiefe zu erzeugen. Also der Baumeister, Bauszenenbildner, Bauknecht, Zeugs, hat sich da richtig Gedanken gemacht, das muss ich echt sagen. Das ist, und teilweise muss ich sagen, der Film hat mehr Atmosphäre, wie zum Beispiel hier Enemy at the Gates. Hier mit Jude Law und den ganzen anderen Knechten. Hier Richard Harris und so, ne? Da ist das hier wirklich tatsächlich, finde ich den, ja, ganz gut. So, weiter. Der Russe greift an. Kunowski, verbinden Sie mich mit Major Linkmann. Er muss sofort ein paar Schuss für unsere Batterie freigeben. Ich habe bereits mit der Abteilung gesprochen. Die Antwort ist ein glattes Nein. Nicht eine Granate. Die sagen, wir sollen uns hier bloß nicht so wichtig machen. Achte mal auf den Schnee. Die haben den zwar im Winter gedreht, den Film. 1959, oder die haben den 1958 gedreht, 1959 kam er im Kino. Deshalb steht überall, dass der Film von 1959 ist, aber es lag kein Schnee dort in der Halle natürlich. Ne? Dass dieser Schnee, der da ist, ne, das sind kleine Papierkügelchen, Papierschnipsel. Ich weiß nicht genau, wie sie die hergestellt haben, ne? Aber das ist halt, das sind halt so Papierschnitzel, die haben sie irgendwie keine Ahnung, wer die gebaut hat oder so, ne? Aber das ist halt dieser Schneeersatz hier. Ne? Deshalb krümelt der so rum. Ne? Irgendwo stand mal zu lesen, das ist Styropor-Kügelchen. Aber 1959, ne, habe ich ein bisschen rumgesucht, rumgeforscht. Ne? Und das waren Papierkügelchen. Verdammt, Volltreffer in unseren Keller! Geh mal nachsehen. Herr Oberleutnant, bleiben Sie hier! Die Gegend wimmelt nur so von Scharfschützen. Pass schon auf. So, nächste nette Geschichte dazu. Kriegen wir es hier nochmal ein bisschen besser hin? Da. Hier sieht man, das ist diese komische Maschinenpistole, ne? Das ist vom Format her und alles, ne? Vom Griffstück. Es ist, die haben es halt so ein bisschen auf MP40 gemacht. Es ist eine Jugo M56. Und jetzt, man mag es kaum glauben, ne? Ich hab's wirklich, ich muss es. Er schießt hier scharf. Es ist verrückt. In dieser Halle schießt er jetzt mit der MP40 oder mit der M56 scharf, weil sie keine Platzpatronen hatten dafür. Und zwar hat er selber in einem Interview gesagt, die haben dort rechts von uns jetzt gesehen, wenn man so guckt, ne, haben die Bahnschwellen aufgestellt. Und er hat dann zwei Feuerstöße mit scharfer Munition in dieser Halle, wo sie gedreht haben, in diese Bahnschwellen reingeschossen. Völlig, es ist, wenn man sich das überlegt, es würde heute, da braucht man sich ja keine Gedanken machen, wie bekloppt das alles ist. Ne? Aber die haben es halt gemacht, ne? Lief, funktionierte ganz gut. Und ja, so konnte er wenigstens schießen. 1959. Ne? Es ist, ich finde das, wenn man es weiß, ist das völlig unglaublich. Gibt es auch eine Geschichte hier bei Stern von Afrika, ne? Muss ich auch nochmal zeigen, den Film. Ne? Da wurde ja in einer Szene auch scharf geschossen. Es ist nur herrlich, die Geschichte. Aber wie gesagt, wir gucken uns jetzt mal weiter an hier. Jetzt hakt da wieder, Mensch, ne? Mensch, Hertha, haben wir wieder mal Glück gehabt. Na komm hier, komm. Jetzt hier aber.
Jetzt. Gegen Wimmel nur so von Scharfschützen. Pass schon auf. Na, komm schon, ja. Das ist doch nervig hier gerade, ne? Was ist denn hier los? Der mag das nicht, ne? Dieses Hin und Her klicken immer. Weil ich habe die DVD jetzt im Rechner drin, ne? Und ich glaube, der, wie heißt das? Der Dings schnallt das nicht. Dieser komische Player hier drin. Ich glaube, der ist dafür nicht geeignet. Das ist ja mal wieder richtig cool, ne? Ich glaube, ihr seht das gar nicht, was ich hier gerade versuche, alles hier, ne? Dass ich das Ding irgendwie mal hindeichseln kann. Muss ich jetzt... Oh. Scheiße. Ich glaube, ich habe es jetzt zersägt, wa? Ja, das kann doch gar nicht sein, oder? Was ist der... Ja, arbeitet. Arbeiten. Er arbeitet. Das ist geil, ne? Alter. Warte mal. Ganz kurz gucken hier. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Alter, nicht dein Ernst. Ja. Boah, das ärgert mich jetzt, ne? Ich mache das nicht nochmal, den Scheiß. Da habe ich keinen... Das ist ja wohl... Was ist denn hier, ne? Warte mal. Stopp. Pause. Medien. Medium öffnen. Raw. Irgendwie. So, jetzt mal ganz kurz gucken hier. Das ist doch nicht wahr, oder? Er findet die Tonspur nicht. Die Videospur nicht. Warte mal, ich habe jetzt hier. Dingenskirchen. Stopp. Aufnehmen. Ja, jetzt werdet ihr euch alle wahrscheinlich totlachen. Nach dem Motto, was macht er denn da jetzt für eine Scheiße, ne? Das Ding ist wirklich, ey, oh. Hat man erstmal schön hier, ich weiß nicht wie viel. Was ist denn das hier? Den habe ich noch nie gehabt. Power-DVD, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich mache den mal eben zu. Oder? Irgendwas ist immer, ne? Männer. Das ist so richtig geil, ne? Das ist so richtig bekloppt gerade hier, ne? Alter. Wartet mal. Ich will mal ganz kurz hier. Ich starte den mal eben schnell neu. Das ist, glaube ich, einfacher. Medium. Attacke. Ja. Das Problem ist, die DVD ist so alt. Die ist so uralt, dass das hier echt...
Schön. Da kann ich bei Aschinger mal eine Brünette, die war Zucker. Berlin? So, jetzt sind wir wieder dabei. Jetzt sind wir wieder dabei. Ich werde mal versuchen, nicht immer so schnell hin und her zu springen, weil ich glaube, das mag das Programm einfach nicht. Da muss ich halt jetzt so ein bisschen auch sagen, oh scheiße, sonst wird es noch peinlicher für mich, ne? Das ist ja, jetzt habe ich das zweimal auf, ne? Oh Alter, das geht überhaupt nicht, ne? Das ist aber auch... Verdammt, Volltreffer in unseren Keller! Geh mal nachziehen. Herr Oberleutnant, bleiben Sie hier! Gegen Wimmelt noch von Scharfschützen. Schalt schon auf. Mensch, Kerl, da haben wir wieder mal Glück gehabt. Russische Panzer und Infanterie. Los, Schmidt, hauen Sie sich mit dem MG da vorne hin. Fuhrmann und Krämer, ihr sichert nach hinten. Komm, Schmidt. Ja. Da sieht man hier die Reifen von dem Traktor, ne? Die eigentlich das Ding ja antreiben. Ne? Die Kette und die Räder drehen nur so mit, ne? Aber der fährt hier unten mit den Rädern von dem Traktor eigentlich. Das ist eigentlich das, was ihn antreibt. Ne? Das ist übrigens genauso bei Die Brücke, die Originalversion. Die andere beachte ich gar nicht. Diese neue Version von Pro7 ist eine Frechheit, ne? Aber im Originalfilm von Die Brücke ist das genauso, ne? Haben sie auch haben sie die Shermans auch auf Unimox gesetzt. Ich glaube, der eben hatte Manövermunition. Die messingfarbenen, ne? Oder nicht? Das ist eigenartig. Aber kein MPG drauf. Also das ist... Oh, das war andere Munition. Scharf bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Nicht ins Auge gehen können. Seine Sauerei von diesem Linkmann. Nicht einen Schuss zu bewegen. Ohne die Pack hätten wir schön ausgesehen. Ich habe mir einen Freund angelacht. Ist ein bisschen lädiert. Hier werden keine Gefangenen gemacht. Auf keiner Seite. Nicht bei mir, Kolowski. Ja, Salibat, Pashalista. Lass sie laufen. Fuhrmann. Was tun wir bloß in diesem... Damit beide Seiten ihre Verwundeten... Jetzt gibt es den Gefangenaustausch. Und... Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist auch in so vielen Büchern zu lesen, ne? Das kam tatsächlich vor bei irgendeinem so örtlichen Waffenstillstand. Stand ein Klavier und ein deutscher Soldat fing dann da an, Klavier zu spielen, während dieses Waffen. Das ist, ich weiß nicht, das gibt's in so vielen Büchern, wird das erwähnt, diese Szene. Die muss damals so viel Eindruck gemacht haben, dass jeder das irgendwie erwähnt und ja. Zeit ist um!
Wie viel von so Dreckskalorien braucht ein erwachsener Mann, hä? Naja, im Frieden 3500. Und das hier? Die paar Gramm Kommissbrot und eine Scheibe Wurst, so dünne wie Zeitungspapier, damit soll ich bei 30 Grad Kälte durchhalten? Nun reg dich doch nicht auf, uns geht es doch genauso. Mensch, da kalte ich nicht mehr aus! Dann mach ich mal bitte hier! Schalowski! Bist du wahnsinnig? Hör zu, ich heb dir das auf und dann wirst du es fressen. Was ist hier los? Ach, der Wachmeister dreht schon mal wieder durch vor Hunger. Ja, ja, ist gut. Wir fahren nach Gumrak. Wir versuchen, Munition und Verpflegung zu organisieren. Ach, das ist endlich mal ein Wort, Herr Oberleutnant. Ich will mal richtig satt fressen können, endlich mal einen Bauch richtig voll haben. Hallo Böse. Na? Was hat der Stabsarzt gesagt? Das ist eine Lungenentzündung, dagegen kann er nichts machen. Kann ich nicht wieder zu Ihnen kommen? Ich muss zur kämpfenden Truppe zurück. Mit der Lungenentzündung sind Sie wahnsinnig? Bleiben Sie bloß, wo Sie sind, Mensch. Dann muss ich verhungern. Was? Ich habe gerade eine Anweisung abgeholt, dass ab heute nur noch Verpflegung an die kämpfende Truppe ausgegeben wird. Ja. So was Komisches. Ihr seid wohl vollkommen wahnsinnig geworden. Munition wollt ihr haben. Ist doch seit Wochen nichts mehr eingeflogen worden. Wisst ihr, was ihr von uns haben könnt? Gesangbücher, Säcke voll Pfeffer, 2000 Führerbilder. Leider ohne Rahmen, weil wir die inzwischen verheizt haben. Ja, ja, schön, schön, was mit Fressalien. Und so was Blödes habe ich doch noch nie gehört. Es gibt nichts zu fressen. Wir sind hier am Arsch der Welt. Und da drüben, meine Herren, fliegt gleich die letzte Kiste aus diesem gottverdammten Kessel. In einer Stunde sind die... Das ist ja nun eine echte U-52, ne? Und ich habe nirgends rausgekriegt, wo die her war. Ich habe alles rumgesucht, ne? Ich habe sehr viele Informationen gekriegt zu dem Film, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wo diese Maschine her war, ne? Ist ja nun eine echte U-52. Wird vielleicht eine spanische sein oder so, kann natürlich angehen, aber ja. U-52. 3M. Aus mir! Wir sind alle im Eimer, Apache! Ich hab nicht mehr zu fressen! Wo seht ihr nochmal den Körper hier an? 200 Pfund schwer ist die Maschine! Die muss geschmiert werden, wenn sie funktionieren soll. Die muss geschmiert werden mit Brot, Butter, Eiern, Fleisch, Melern, viel Fleisch, Kartoffeln. Jetzt dreht er uns durch. Ihr seid doch blöde, wenn ihr glaubt, dass es ohne dem geht. Ihr seid doch blöde. Warten. Hey, warten. Hier bleiben. Weggehen hier. Durch. Lass mich durch hier. Ich bin da mitgehört! Blaski! Sei doch vernünftig! Lass mich doch durch, ja! Mensch! Geh doch weg hier! Blaski! Komm zurück sein! Unheim! Soll zurückbleiben! Das sind nur für Schwerverwundete! Wir sind schon überladen! Ich bin ja verwundet! Ich bin schwer verwundet, Kamerad! Zurückbleiben! Du sollst bleiben, soll sie! Hau abfahren! Gesehen, das Leitwerk hat ihm das Genick gebrochen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Szene für einige damalige Leute, die ja immer noch so, oh, Wehrmacht und wir waren die Besten und wir haben verloren, weil, ne, dass die diese Szene eben wahrscheinlich gar nicht gut fanden. Ne? Also deutsche Soldaten, die ja türmen wollten und Hunger hatten, was weiß ich was alles. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht gut ankam. So, der Herr Major Linkmann will jetzt türmen, glaube ich. Oh, Manu. Zurück, ja? Es ist höchste Zeit, dass Sie sich mir gegenüber einmal bewähren. Ist das noch richtig? In dieser Nacht brennt Stalingrad von einem Ende bis zum anderen. In dieser Nacht feiert Hermann Göring den 10. Jahrestag der Machtübernahme. Er spricht auch. Oh, jetzt hackt er wieder, ne? Leute, ich höre gleich auf. Jetzt geht's. Ist das noch richtig? In dieser Nacht
brennt Stalingrad von einem Ende bis zum anderen. In dieser Nacht feiert Hermann Göring den 10. Jahrestag der Machtübernahme. Er spricht auch über Stalingrad. Um die 10-jährige Wiederkehr des Tages zu feiern, an dem wir die Macht übernahmen. Den Befehl nach Drückebergern zu suchen. So, Drückebergern, dann suchen Sie mal. Eine Krise sich entwickelt, ist er wie immer zur Stelle, um persönlich einzugreifen. Was wollt ihr hier? Ihr seid doch nicht verwundet. Da bringt ihr was zu fressen, Medikamente? Tut mir leid, wir haben gar nichts. Aber ich habe einen Kranken dabei, vielleicht können Sie... Machen Sie doch nicht lächerlich, sehen Sie sich doch mal um! Den 800 Kellern von Stalingrad dasselbe. Ohne Hilfe verrecken sie hier. Wir sind machtlos. Endlich Hilfe. Das ist ja Mord. Ein Führer hat's getan. Er ist der größte Deutsche aller Zeiten in unsere Geschichte eingehen wird. Dani! Er hat mit seiner Kraft die Ostfront allein gehalten. Die reden und wir verrecken. Halt das Maul! Ich habe Auftrag. Und sollte jemand einmal schwach werden, denke er an Stalingrad. Mensch, gib die Kippe her. Das war die sogenannte Thermophylenrede, ne? Da hat Göring auch nicht wirklich Gespür bewiesen dafür, ne? Die Soldaten fanden diese Rede natürlich richtig ätzend, ne? Es war praktisch so der Abgesang, ne? Der so die das dieses Eingeständnis, dass es jetzt vorbei war, das Ganze. Bekämpft worden ist mit demselben Heldenmut. Mir auch. Wie damals in Griechenland. Du krepierst sowieso. Am Thermopylenpass, wo Leonidas mit seinen 300 Spartanern stand und nicht wich und nicht wankte, bis der letzte gefallen war. Darum steht dort geschrieben, Wanderer, kommst du nach Sparta? Fuhrmann, Major Lindmann, du hast ihnen doch gesagt, sie müssen die Geschütze, Fuhrmann, müssen sie zurücknehmen. Alter Junge. Ach, du, jetzt geht's bald nach Haus. So sprechen wir heute. Ich werde endlich wieder spielen, Konzerte geben. Deutsche Soldaten wieder einmal bewiesen haben, das war's, Heldenbuch. Sie haben dort ihre Treue zum Führer mit ihrem Tode besiegelt. Stellen Sie das Ding ab. Das ist der Reichsmarschall. Es ist Pflicht, die Rede und zu hören. So wird es fortan heißen. Wanderer, kommst du nach Deutschland? Sage, du habest uns in Stalingrad liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Ja, der Soldat ist zum Sterben da. Und wenn er noch einmal davonkommt, kann er nur sagen, ich habe wieder mal Dusel gehabt. Mein Gott, wie lange quatschen wir noch? Abstellen! Man den Namen Stalingrad ehrfurcht aussprechen. Ich sage Ihnen zum letzten Mal, Feldwebel, stellen Sie den Kasten ab. Ich habe Auftrag für die Übertragung der Göring zu sorgen. Raus. Ich werde Meldung machen. Tu das. Bestell deinem Reichsmarschall, dass wir uns vorzeitige Leichenreden verbitten. Ha, Mensch! Es tut mir leid, aber ein Fahrrad dreht auch mal durch. Das ist ja schließlich nur ein Mensch. Ja, haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Nein. Hier gibt's keine Drückeberger. Diese Szene mit diesem Lazarett muss man überlegen, die eigentlich war das damals diese ganzen Filme, diese ganzen Rechtfertigungsfilme. 0815 gab es vorher, das war ja eher so ein Abenteuerfilm, ne? Die Brücke war schon relativ
ja, teilweise hart. Ne? Und dann gingen die Leute ins Kino und haben dann diese Szenen gesehen. Ne? Nicht nur die hungernden Soldaten, sondern auch jetzt diese Lazarett-Szenen. Ne? Dafür wurden übrigens jede Menge amputierte Leute gesucht, ne? Als Statisten, die sich dann da hingelegt haben, ne? Um das möglichst authentisch werden zu lassen. Ne? Und diese Szenen waren für einige natürlich ein Schock, ne? Das so zu zeigen. Ne? Gab es dann irgendwelche, die haben so einen Nestbeschmutzer geschrien und gab es böse Kritik, ne? Dass das ja deutschen Soldaten jetzt hier abwertet oder so. Deshalb ist dieser Film auch, sag ich mal, ein bisschen was anderes als so diese anderen Filme aus der Zeit. Ne? Kindermütter und ein General würde ich noch so in die Richtung sehr kritisch gehen. Ne? Aber so zum Beispiel so, es geschah am 20. Juli, da sah man sowas gar nicht. Ne? Es gab sehr viele Filme damals, die das eher so ein bisschen glatt gebügelt erzählt haben. Jetzt mag man sagen, was soll das denn? Ne? Diese ganzen Fellmäntel, Pelzmäntel hatten die Russen auch. Ne? Die hatten nicht nur ihre wattierten Jacken, wie jetzt der rechts da von ihm steht, ne? Sondern die hatten halt auch verschiedene Felljacken und so. Und man konnte die meisten eigentlich nicht mehr auseinanderhalten. Ne? Stiefel wurden ausgetauscht. Der eine hat russische Stiefel, der Deutsche hat russische Stiefel, der Russe hat vielleicht mal deutsche Stiefel getragen, weil nichts anderes da war oder so. Ne? Also man konnte sich relativ, ja, tatsächlich auch relativ einfach tarnen, wie er es jetzt gemacht hat. Die folgende Szene finde ich blöd. Ne? Das ist, er trifft jetzt hier eine Russin, die er vorher in Charkow kennengelernt hat. Die trifft er mitten in Stalingrad als Küchenköchin Hilfe. Und das ist so, wo ich sagen würde, oh komm, das musste nicht sein. Ne? Das ist so eine Szene, da muss man sagen, ne? Die musste nicht sein. Ne? Das ist hier Sonja Ziemann hieß sie, glaube ich. War das Sonja Ziemann, die Schauspielerin? Ich meine, die hieß Sonja Ziemann. Keine Ahnung. Damals auch in vielen Filmen unterwegs. Ja. Und die verhilft ihm jetzt zur Flucht zu seinen Leuten. Der Herr Linkmann merkt jetzt, dass alles am Arsch ist. Sie sind ein Feigling und ein Schwein. Ich will auch ein Wort. Ich knall sie über den Haufen. Hör mal los. Ich glaube, ich brauche mal einen getrennten DVD-Player dafür oder so. All den Parolen und Phrasen, an die ich selbst mal geglaubt habe. Schießen Sie doch. Mein letztes Wort. Hören Sie jetzt auf! Wenn Sie Mut haben, dann kommen Sie mit raus zu unseren Leuten und kämpfen. Und sterben. Und verrecken wie die. Aber hören Sie mal, Sie sind doch noch...
Na komm. Oh, jetzt hackt er wieder, ne? Alter, das ist doch nicht wahr, oder? Noch ein Wort. Ich knall sie über den Haufen. Mal los. Ist das eine kleine Sauer und Sohn? Pistole? All die Parolen und Phrasen, an die ich selbst mal geglaubt habe. Schießen Sie doch. Mein letztes Wort. Hören Sie jetzt auf! Wenn Sie Mut haben, dann kommen Sie mit raus zu unseren Leuten und kämpfen. Und sterben. Und verrecken wie die. Wissen Sie aber, hören Sie mal, Sie sind doch verrückt. Nehmen Sie doch mal Vernunft an. Wir müssen doch zusammenhalten. Wir müssen... Ja, wir müssen in den Kübelwagen steigen und abhauen. Das meinen Sie doch. Aber es ist zu spät diesmal. Drei Häuser weiter sitzt der Russe. Nee, nicht mit mir. Na, was gibt's? Jetzt türmt er. Ivan ist schon im Eckhaus. Na, da ist bald mal wieder ein Stellungswechsel fällig. Major mit dem weißen Lappen. Das ist nicht mehr unser Major, das ist ein Überläufer und ein Verräter. Die Auflösung der Armee macht rapide Fortschritte und ist nicht mehr aufzuhalten. So, jetzt wird kapituliert. Einem Selbstmord dieser Stunde. Ich führe euch jetzt zum Sammelplatz. Schmeißt die Waffen weg, hier habt eure Pflichtkette. Jemals darf ich nicht. Zehntausende sammeln sich und weitere Zehntausende kommen. Sie sind müde, erschöpft, verstört. Dann auch militärisches Vorbild, heute der Schuldige. Das Pathos, Zeitzler. Es kommt immer so ein Abschlussspruch von Adolfsen. Da. In Stalingrad keine Kampftätigkeit mehr. Über der Stadt liegt Nebel und roter Dunst. Generalfeldmarschall Paulus hat sich den Russen ergeben. Mit ihm sind 26 Generale und über 90.000 Mann in Gefangenschaft geraten. Die 6. Armee ist tot, mein Führer. Lassen Sie das Pathos, Zeitzler. Es ist nur eine Armee. Stellen Sie eine neue auf. Ja, ab in Gefangenschaft, ne? 260.000 deutsche Soldaten wurden eingekesselt, 90.000 gingen in Gefangenschaft und ich glaube 6.000 kamen wieder. Und fast alle, die gestorben sind, sind im ersten Winter gestorben, im Sommer und im Winter, an Typhus und was weiß ich was alles, ne? Aber so, das war jetzt auch der Film. Jetzt marschieren sie und aus die Maus. Der Film endet ganz rabiat. Ohne Abspann oder so. Das heißt, die gehen, der Film hält, wird einfach dunkel. Ne? Es gibt keinen Abspann, keine Credits, wer damit gedreht haben. Das sollte aus dramaturgischen Gründen so sein. Ne? Hunde wollt ewig leben, 1959 gedreht. Einer der besseren tatsächlich, auch von der Atmosphäre her. Nicht zu vergleichen natürlich mit heute, aber ich finde den teilweise besser als so manche moderne Filmchens. Ich hoffe, es war interessant. Holt euch den Film. Gibt es überall relativ günstig hier bei, weiß ich nicht, Müller und was weiß ich was alles in dieser Gerümpel-DVD-Ecke. Ne? Die haben immer so meterweise DVDs für, keine Ahnung, 2-3 Euro. Da ist der meiste zu finden. Ne? Also ich würde ihn echt empfehlen. Da habe ich eigentlich meine ganzen Filme her. Und ja,
Hunde wollt ewig leben. Der Spruch Hunde wollt ewig leben kommt übrigens vom von Friedrich dem Großen. Und zwar, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aus dem Gedächtnis, ohne Gewehr. 1757, Schlacht von Kolin, meine ich. Hat er irgendwie gesagt, ihr Racker, ja, ihr Racker wollt ihr denn ewig leben, als er seine Soldaten zum